Der Kern des Problems, und da wird mir Herr Huber sicher widersprechen, liegt in der Verrechtlichung. In der? In der Verrechtlichung des Asyls. Das ist ein großer Irrtum. Wir glauben alle, das sei der Höhepunkt der Humanität. Mhm. Das ist aber falsch. Herr Bischof Huber hat mit Recht gewürdigt die vielen Menschen, die da was getan haben. Mhm. Das verbeuge ich mich auch. Das ist eine großartige Leistung. Aber was wäre jetzt eigentlich besser, wenn die verklagt werden könnten, diese humanitären Organisationen, auf solche Hilfeleistungen? Die moralische Qualität dieser Leistung liegt gerade in der Freiwilligkeit. Mhm. Und die moralische Qualität des Asyls liegt auch in der Freiwilligkeit. Und genauso wenig, wie sie jemanden in ihrem Haus aufnehmen, aus Zwang, sondern freiwillig, wenn sie sagen, da ist ein Hilfesuchender, oder wenn sie irgendeine andere Hilfeleistung, machen sie aus dem moralischen Impetus und nicht verklagt. Und wir haben dieses System der Verrechtlichung. Das führt dazu, dass das Asyl heute gar nicht so sehr Asyl ist, sondern im Wesentlichen ein Einwanderungsverfahren. Mhm. Wenn einer einigermaßen das Wort Asyl aussprechen kann, dann hat er hier erstmal ein Bleiberecht. Ja. Dann gibt es ganze Kompanien von Anwälten, die das auch bis in die Länge ziehen können. Übrig bleibt dann ein gewisser Prozentsatz, die wirklich asylberechtigt sind. Ein größerer Prozentsatz sind sogenannte Bürgerkriegsflüchtlinge, die auch kein Asyl bekommen, aber sie nicht abgeschoben werden können. Analyse, Herr Schiele, was wäre die Konsequenz für Sie? Meine Konsequenz, die habe ich schon immer vertreten, wir sollten statt des individuellen Rechts auf Asylgewährung eine institutionelle Garantie haben, indem wir uns selber verpflichten, moralisch. Mhm. Ich bin auch dafür, dass wir dann aktiv Menschen sogar reinholen in unser Land und ihnen Asyl gewähren, aber dass wir diese ganze Verrechtlichung aufgeben.